So, ihr Lieben, weiter geht's mit unserem Dorf am Arsch der Welt. Die Situation ist ja so semi-toll, um es mal höflich zu formulieren. Nahrung hat sich zwar jetzt stabilisiert, Gott sei Dank, aber wir haben schon, ich glaube, 2 oder 3 Dorfbewohner durch Tierangriffe verloren. Und die Holzsituation würde ich jetzt auch noch nicht als entspannt bezeichnen. Und hier hinten ist, hatten wir ja gesehen, ist ein Wolfsbau, den wir auf jeden Fall ausheben müssen. Ich habe bloß Sorge, dass wir das mit den 12 Mann nicht schaffen, die wir haben. Was noch ansteht, wir werden hier die Leute mal auf Erkundungstour schicken müssen. Wahrscheinlich kriegen die dann auch wieder von Wildtieren aufs Maul. Einfach um zu sehen, ob irgendwo noch jagbares Wild ist. Dieses Schicken auf Erkundungstour, das macht man über die Erkundungspunkte, die man setzen kann. Wenn man hier einen setzt, dann wird irgendwann, wenn ein Dorfbewohner mal frei hat, da in die Richtung gehen und sich da mal umschauen. In die Richtung traue ich mich noch nicht so richtig ran, weil da ja, wir wissen, ne, Wolfsbau. Okay. Aber keine Rehe weit und breit. Dann gucken wir mal, wie es hier aussieht. Abgelaufen. Gucken wir mal hier. Ich habe es befürchtet. Wetten bei meinem armen Kerl, der jetzt hier allein unterwegs ist. Nein, hier. Ich glaube, es nützt nichts. Wir müssen den Wolfsbau ausheben. So eine Scheiße. Ich gehe mir echt auf den Keks. Das war bei meinen letzten Spielen jetzt auch nicht so schwierig. Oh, Leute, ran hier. Ach, nee, hier hin. Okay, kommt hier hin. Leute, alle hier hin. Rein mit dir. Jetzt renn doch mal zu den anderen. Du toll. Okay, jetzt steht, hat er sich hier ins Haus zurückgezogen. Sehr klug. Dann sollen die sich bitte hier erstmal sammeln. Dann rauf auf den Wolf. So habe ich mir das vorgestellt. Blöden Mistviecher. Und ich glaube, mir reicht's jetzt. Wir gehen jetzt geschlossen zu diesem doofen Wolfsbau. Wir 10 Mann, die wir kriegen können. Sind das 10? 3, 7, 8, 9. Ich weiß nicht, wo der 10. ist. Der ist auf Erkundungstour. So, sammeln. Oh, schön. 3 Dorfbewohner zugewandert. Perfekt. Die können dann gleich mitkommen, die Herrschaften. Hier, ne? Gleich sammeln. Nein, alle Mann sammeln hier. Jetzt gehen bitte alle Mann geschlossen hier und heben den Wolfsbau aus. Irgendwo war der doch hier. Da. Mhm, gut. Angreifen und ausräuchern, das gibt's doch nicht. Leute, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Hier, angreifen. Mhm. Bravo. Ich hoffe mal, dass uns das jetzt, dass dieser eine Tote, den wir da jetzt haben, dass uns das mal ein bisschen Ruhe hier von dieser Seite aus beschert.
Immer noch kein Rehwild. Schade. Müssen wir hier mal erkunden gehen. Das nicht. Ist hier Kartenende oder was? Hier ist Rehwild. Das ist doch fein. Dann kommt hier jetzt nämlich auch unsere Jagdhütte mit hin. Ist aber immer noch ziemlich viel Wolfsgeheul, ehrlich gesagt. So richtig gut gefallen tut mir das nicht. Gut, unsere Holzsituation würde ich jetzt noch nicht als entspannt bezeichnen, aber wir haben Brennholz und wir haben zumindest auch ein paar Stämme auf Lager. Das heißt, wir können jetzt auch langsam... Oh, okay, halt. Den nehmen wir nicht. Die Markierung entfernen wir. Hier ist noch einer, den werden wir dann auch irgendwann ausheben gehen. Das werden wir aber nicht jetzt tun. Ich weiß nicht, wo hatte ich vorher angefangen zu reden. Wir haben 24 Stämme auf Tesch. Viel ist es nicht, aber es ist immerhin ein bisschen. Und dann können wir jetzt nämlich auch anfangen mit dem Sägewerk. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass hier hinten ein Wolfsbau ist, bin ich fast geneigt, hier jetzt in den Bereich den ersten Wachturm hinzustellen. In der Hoffnung, dass dieses ganze Produktionsgebiet durch den Wachturm mit abgedeckt ist. Genauso wie hier das Stadtzentrum und die Lagerhäuser, die ich da hinstellen will. Also, Verteidigungsanlagen, Wachturm. Naja, grandios. Das Stadtzentrum müsste schon mit rein, also das wäre wichtig. Da machen wir zwei und dann wirklich einen hier auf Position, dass der rechtzeitig die Wölfe auch erkennt. Vielleicht machen wir das so. Denn in die Richtung wird es mit unserem Industriegebiet gehen. Hier ist das Erz, was wir abbauen wollen. Hier ist, glaube ich, nochmal ein Eisenerz. Ja, ich fürchte, hier ist Sand. Den können wir uns noch nicht leisten, weil wir noch kein Geld haben. Das heißt, bevor wir den Wachturm bauen können, müssen wir erst einen Marktplatz bauen können. Und damit wir einen Marktplatz bauen können, müssen wir ein Lagerhaus bauen und ein Sägewerk. Dann können wir uns mal überlegen, womit wir anfangen. Wahrscheinlich mit dem Sägewerk, weil ich glaube, dass wir für die Lager, für das Lagerhaus Bretter brauchen. So, das Sägewerk. Das kann dann... Jetzt gehen die 20 Stücke, die wir haben. Hier.
Wo sammeln denn unsere Hütten gerade? Wo ist der unterwegs? Gut, dann soll der hier jetzt mal das Gemüse und die Kräuter abgreifen. Und unsere andere Hütte. Die darf dann hier aktiv werden und die Heidelbeeren hoffentlich abgreifen. Sind das Heidelbeeren? Ja. Das, dann werde ich euch auch gleich mal zeigen, wie man die Heidelbeeren ein bisschen effizienter nutzt. So, Sägewerk ist fertig. In Ordnung. Jagdhütte ist auch fast fertig. Jäger. Auch der Jäger hat einen Umkreis, den wir natürlich so setzen, dass er möglichst hier das Rehwild, was hier rumkreucht und vielleicht hoffentlich auch gut mit einsammeln kann. So, viel Spaß. Und damit müssen wir natürlich unserer Räucherei auch sagen, dass sowohl Fisch als auch Fleisch geräuchert werden soll. Und hier können wir eigentlich noch eine dritte Fischerhütte hinsetzen. Bravo. Hitzewelle und schon brennt ein Gebäude. Wir haben nur einen Brunnen. Bravo. Das Feuer springt über. Also irgendwie dieses Spiel will es heute wissen mit mir. Ich hoffe mal, sie verhindern zumindest, dass die Gebäude komplett abbrennen. Oh nein. Okay, alles klar, wir brauchen auch da oben noch einen Brunnen. Ah, hier hinten brennt es ja auch, das gibt's doch nicht. So eine Scheiße. Brunnen. Toll. Dann können wir hier den Sofortreparaturmechanismus anhauen? Also irgendwie, dieses Spiel treibt mich in den Wahnsinn. Es brennt hier alles. Das gibt es doch nicht. Das Sägewerk ist komplett abgebrannt hinterher. Ja, alles klar. Damit bezahle ich das Lehrgeld für das, was ich schon befürchtet habe. Wir haben zu wenig Brunnen. Okay, Brunnen Nummer 1 auf Prio. So, wie sieht's hier aus? Jetzt können unsere Leute hier mal das Sammelgebiet ein bisschen verändern. Einmal hier. Die Sammlerhütte, die fünf Weiden, auf die können wir auch getrost nochmal vergessen. Wie sieht es hier aus? Kräuter und Nüsse. Ich glaube, die geht hier mal in den Bereich rein. Oh, da sind aber die Wölfe vielleicht ein bisschen weg hier so. Yeah.
wisst ihr was, ihr Penner? Dann rodelt halt hier auch noch mal, wenn es sein muss. Du hörst gerade mal auf. Hallo? Du hörst mal auf. Wir haben jetzt gerade hier andere Sorgen. Das blöde Brennholz. Schönen Dank auch. So, jetzt darfst du wieder anfangen. Und jetzt dürft ihr das Sägewerk wieder aufbauen, ihr Penner, ehrlich. Der hat wahrscheinlich alles abgeräumt, was hier gut ist. Der geht dann mal nach hier unten. Ist hier noch irgendwas, was er sich holen kann? Ja, hier in dem Bereich kann er Nüsse sammeln und ein bisschen Weide. Pilze. Und der, nee, der ist hier. Der. Der bleibt hier bei den Pilzen und bei den Kräutern. Mal 20 Holzstämme rein, die wir nicht haben. Aber gut. Es wird nicht mehr lange dauern, dann werden wir nämlich auch einen Kompost brauchen. Und für den Kompost müssen wir erst den Markt haben, um Geld zu verdienen. Also das ist echt, das Spiel hat es wirklich in sich. Und ich meine, ich spiele ja wirklich auf einem geringen Schwierigkeitsgrad. Und vielleicht stelle ich mich auch an wie der letzte Mensch, aber eigentlich versuche ich schon, das umzusetzen, was Sinn macht. Das hier war jetzt wirklich eine ziemlich bittere Lektion. Also in meinen anderen Spielen habe ich tatsächlich immer darauf geachtet, dass die Brunnen nie weit weg sind.
Und da hatte aber auch nie ein Problem mit irgendwelchen Mächten Feuern, dass man die nicht gelöscht bekommen hat. Und hier hat sich. Hier war das schon eine andere Nummer. Den nächsten aktivieren. Das gibt's doch nicht. Ich meine, prinzipiell finde ich das ja gut, wenn ich Dorfbewohner habe, aber mittlerweile ist mir das ein bisschen viele gerade. So, ihr macht hier mal. Greift die Weiden und die Vogeleier ab. Und was macht diese Hütte? Die kümmert sich erstmal um die Gemüse. Die Blattgemüse und die Kräuter. Und dann wollte ich euch ja mal zeigen, wie man sich hier eine Heidelbeerplantage anlegt. Das können wir eigentlich mal machen. Und zwar seht ihr ja, also diese Heidelbeeren, die haben noch nicht geblüht. Es gibt hier jetzt, wenn man den auswählt, dieses Symbol hier, bitte umziehen. Das klicken wir mal und dann können wir den, nämlich einen Standort wählen, wo die hin sollen. Und dann kann man die hier in die Nähe von der einen Sammelhütte bringen. Und das machen wir jetzt so mit jedem Heidelbeerbusch, der uns irgendwie auf der Karte über den Weg läuft. Und damit sind dann, müssen die nicht so ewig laufen, um die abzugrasen. Das funktioniert leider bei dem Weißdorn nicht. Der ist standorttreu, so mehr oder minder. Aber wenigstens bei den Heidelbeeren geht's. Irgendwo einer. Bist du eine Heidelbeere? Nee, Weißdorn. Pilze, Nüsse. Bist du Weißdorn? Ja. Weißdorn, alles Weißdorn. Pilze, 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 Pilze. Weißdorn, Weißdorn. Tja. Alles Weißdorn. So. Haben wir wieder ein bisschen Holz? Nee, natürlich nicht. Und die Nahrungssituation, die müssen wir jetzt auch im Blick halten. Noch ist das alles entspannt. Aber ab einer gewissen Bevölkerungszahl geht das so schnell, dass die anfangen irgendwie zu hungern. Und da zahlst du dann halt auch echt Preis für. Na, abgesehen, dass die Laune schlecht ist, das ist dann wirklich dein geringstes Problem. Aber die Dorfbewohner, die werden dann halt auch krank, ne? Und das wollen wir nicht. Vielleicht setze ich hier auch noch mal einen Brunnen hin. Ich werde jetzt Häuser setzen, keine Sorge, die werde ich nicht bauen, einfach weil uns dafür das Material fehlt, aber okay, vielleicht sollten wir den hier auslassen. Wobei, die können sich mal gehackt legen, dann müssen wir die halt eben anders hochbringen, die Attraktivität. Eventuell müssen wir die Sägegrube nochmal versetzen, die versaut uns das ganz schön. Ich glaube, die Sägemühle, die zieht nochmal um. Die zieht hier hin. Dass die uns die Attraktivität von dem Wohnplatz da nicht so zerrockt. Wir haben da einen anderen Platz, den wir nehmen können und dann ist es okay. Den nehmen wir auf keinen Fall.
Fall. Nein. Du auch auf keinen Fall. Das ist der letzte Platz hier. Das heißt, wir können dann hier den Brunnen nochmal setzen in den Bereich hier direkt dran. Mach bitte den hier mal zu Ende, dass wir prinzipiell auch Leute aufnehmen können. So, unsere Sammlerhütte muss mal hier umschwenken. Die hat hier fast alles geerntet, was es zu ernten gibt. Der hier auch. Das heißt, der muss jetzt auch woanders hin. In Richtung Wolfsbau wahrscheinlich. Ugh. Nummer 1. Der frühstückt hier hoffentlich das Blattgemüse noch ab, so lange bis der Weißdorn in die Gänge kommt. Schon wieder eine Hitzewelle. Diesmal sind wir hoffentlich vorbereitet mit den blöden Brunnen, ihr Säcke. Okay, die haben ja jetzt gar nichts mehr zu ernten. Das heißt, die muss jetzt erstmal hier hin schwenken. Ist das eine Heidelbeere? Bist du eine Heidelbeere? Ja, bist du. Dann sollen wir die mal abernten. Und dann zieht die auch nochmal um. Natürlich nehmen wir euch gerne auf und dann müssen wir schon wieder Häuser bauen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Mods, Mecker, Mecker. Also eigentlich ist das ja gut, wenn sie zuwandern, aber da müssen wir jetzt auch ziemlich zeitnah uns um die Nahrungsproduktion kümmern. Und zwar eher als uns lieb ist. Ich werde hier jetzt nochmal eine Fischerhütte hinsetzen. Und dann, wir haben 14 Arbeiter, dann werden wir noch eine Korbwerkstatt machen, dass das Ganze ein bisschen schneller geht alles. Ein Lagerhaus und dann den Marktplatz. Und dann fangen wir an mit der Landwirtschaft. Auf jeden Fall eine Fischerhütte. Okay, die kann jetzt erstmal hier wieder in dem Bereich aktiv werden, wo sie viele Beeren sammeln kann. Mal hier. Oder? Ja. Nee, anders. Die greift hier die Beeren ab. Wo ist die jetzt unterwegs? Ist schon fast alles abgegrast, außer die Kräuter. Kommt ein bisschen drauf an, wie viel Kräuter haben wir denn auf Lager. Zwei Bögen noch. Okay, keine Kräuter. 150. Okay, damit sind wir jetzt auch erstmal halbwegs gut ausgestattet. Nee, dann geht die woanders hin. Dann greift die Hütte jetzt auch in die Nahrungsbeschaffung vor allen Dingen ein. Dann geht die hier nach oben. Gut.
Okay, der Heidelbeerbusch, der kann dann auch noch mal umziehen. Und dann können wir hier noch mal eine Fischerhütte hinstellen. Ich weiß. Okay, das Spiel weist uns jetzt darauf hin, dass wir unbedingt einen Markt bauen sollen. Dann sollten wir es auch tun. Einfach weil wir ansonsten nicht rechtzeitig hinterherkommen mit dem Kompost. Da müssen wir nämlich Geld haben, um den aufstellen und finanzieren zu können. Und insofern müssen wir jetzt wohl das Lager ausbauen. Wir können noch mal gucken. Nee. Segelgrube, Lagerhaus brauchen wir, um einen Markt bauen zu können. Dann wohl das Lagerhaus. Hierhin. Nehmen die Sandgrube. Na, viel Spaß. 25 Holz, ihr seid ja, seid ihr. Regen, Gott sei Dank. Oh, die Fischerhütte ist fertig. Das ist ja schon mal was. Dann soll der nämlich hier in dem Bereich aktiv werden. Hallo? 240, 240, 260, so. Wobei, ich weiß halt nicht, ob der fährt wahrscheinlich nicht mit dem Boot, der angelt vom Ufer aus. Nee, dann soll der mal lieber an dem Ufer hier bleiben. 230, so, gut. Okay, hier ist alles abgeerntet. Dann kann der hier jetzt hier unten tätig werden und sich mal in diesem Bereich amüsieren. Diese Hütte geht dann hoffentlich hier hin und sackt die Pilze noch mit ein und die Kräuter, wobei mir die Pilze wirklich wichtig wären, einfach für die Diversität in der Nahrung. Ich glaube, das hält die Leute auch ein bisschen gesund. Das ist mein Eindruck, ich kann es aber nicht verifizieren. So, Lagerhaus ist fertig, sehr schön. Das Haus ist auch fertig. Das heißt, jetzt können wir den Markt in Angriff nehmen und das wird ein etwas größeres Projekt. Und wenn der fertig ist, dann machen wir danach noch mal eine Pause. Und hier erklärt sich vielleicht auch ein bisschen meine Bauweise, weshalb ich so gebaut habe, wie ich gebaut habe. Ich hab nämlich im Zentrum Platz gelassen für das Ding, dass der möglichst viele Häuser mit beliefert und dadurch auch die Attraktivität von ziemlich vielen Häusern steigert. Also, Attacke. 50 Bretter, na grandios. Wobei, wir haben 40 auf Tesch. Vielleicht ist das in Ordnung.
super. Oh, hier kommt. Habe ich es doch gesagt. Jetzt kommt nämlich das Kompostproblem und da sind wir hoffentlich dann auch so weit, dass wir bald Geld haben. Wo? Wo? Bär, ach je, wo ist denn der? Ich sehe den doch. Ach, da, alles klar. So Leute, weg mit euch. Haut ab, haut bloß ab, haut bloß alle ab ins Stadtzentrum rein. Okay, halt, Kommando zurück, alle Mann auf den Bären rauf. Bringt ihn um. So, haben wir. Gut. So, Leute, hier, komm. Für den Markt. Gut. Dann müssen wir jetzt sofort, das mache ich auch noch vor der Pause, zusehen, dass wir die Kompostanlage in die Gänge bringen. Und die muss A, weit wegstehen von dem Dorf, weil das massive Einbußen auf die Attraktivität hat. Und B, muss die in der Nähe stehen von der potenziellen Landwirtschaft. Und das ist ja hier, hatten wir gesagt. Das heißt, ich werde den Kompost irgendwo hier in die Mitte knallen. Und das findet ihr auch wieder unter Ressourcen. Ihr seht, was das für ein Riesenbereich ist, der da völlig verunstaltet ist, was die Attraktivität angeht. Und insofern weit weg vom Dorf. Machen wir mal anders. Ich lege mir jetzt erstmal eine Straße von dem Bereich, wo ich dann eventuell anfangen will, Felder zu bauen. Das hier wird ein riesiger Landwirtschaftskomplex. Den werde ich auch vollständig einzäunen. So dass ich nicht um jedes einzelne Feld einen Zaun bauen muss, sondern nur einmal einen großen. Hier ist nochmal Eisenerz. Ist hier hinten irgendwo noch Kohle? War hier nicht irgendwo noch Kohle? Eisenerz? Nee. Okay. Gut. Und dann hier mit dem Kompost. So weit weg, wie es geht. Es war so, dass man prinzipiell das Eisenerz noch abbauen kann, aber ich glaube so. So. Und auch das geht wieder in die Priorisierung. 15 Bretter. Wenn die das haben, dann bauen wir die Korbwerkstatt. Und dann bauen wir auch das erste Mal die Land für die Landwirtschaft. Den können wir auch nochmal freigeben hier, dieses Haus. Dass wir prinzipiell auch noch Leute aufnehmen können. So, das nächste Wohngebiet, was ich in Angriff nehme, wenn dieses hier vollgebaut ist, da werden mit Sicherheit noch ein paar Häuser reingehen, aber wird in diesem Bereich, dass im Prinzip rund ums Stadtzentrum eine Mauer gezogen werden kann. Kommt schon, Leute. 15 Bretter, die kriegen wir doch noch, oder? Ja. Kriegen wir neue Dorfbewohner geboren, na grandios. Jährliche Steuern eingenommen, das ist doch schön.
So, unsere Sammlerhütten können wir jetzt mal wieder begucken, wo die aktiv werden sollen. Das ist die eine. Eventuell zieht die auch noch mal um. So, also diese Sammlerhütte hier, die bleibt auf jeden Fall erstmal in ihrem angestammten Bereich. Die soll sich hier mal um die Weiden kümmern, um die Eier und dann hoffentlich auch um die, na, sag schnell, um die Heidelbeeren, die wir da angepflanzt haben. Der geht wie immer erstmal das Gemüse abernten, was hier rumfliegt, rumkreucht und fleucht. Und ich glaube, der muss dann da auch mal weg. Ach herrje, unsere Leute haben auch keine Pfeile mehr. Das heißt, wir müssen jetzt auch noch eine Bognerwerkstatt einrichten. Noch vor der Korbflechterei. Ansonsten sieht das nämlich mau aus mit der Jagd. Der scheint keinen Malus auf die Attraktivität von einem Gebäude oder von einem Gelände zu machen. Das heißt, vielleicht können wir den auch fast direkt hier hinpacken. Ah, eventuell blockieren wir uns damit die Sandmine. Lassen wir mal nach. Dann kommt er hier auf diese Seite. Allerdings so rum. Wie sieht es hier aus? Ist er fertig? Nein, dann müssen wir den erstmal fertig bauen. So, gut. Kompost, alles klar. Hervorragend. Dann kann jetzt die Bogner Werkstatt auf Prio, wobei die ist fast fertig. Und dann machen wir da noch eine Korbwerkstatt hin. So, jetzt kommen wir zu langsam zu den Krankheiten. Das hat in diesem Spiel sehr lange gedauert. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil die eine relativ vielseitige Nahrung hatten. Also oder vielleicht, weil wir regelmäßig auch solche Kräuter hatten. Ich weiß es nicht. Aber prinzipiell haben wir bei den Viechern, die uns angegriffen haben, echt überdurchschnittlich aufs Maul bekommen. Aber die Krankheiten haben uns ein bisschen verschont. Aber jetzt scheint es loszugehen. Gut. Daran kann ich jetzt erstmal nichts ändern. Das Einzige, was ich tun kann, ist zusehen, dass wir hier die Attraktivität hochkriegen, dass wir das Stadtzentrum auf Stufe 2 bringen können. Oder können wir das? Ach, das können wir auch sowieso. Markt? Nee, wo ist es denn hier? Uns fehlen die 30 Bretter. Nee, dann sollten wir, wenn wir hier die Bruckner Werkstatt und die Korbflechte Werkstatt haben, dann sollten wir erstmal abwarten. Ein bisschen sammeln. Ja, Gerberei und Schusterei müssen wir auch irgendwann noch mal werden, aber kommt Zeit, kommt Werkstatt. Bretter, so ein Scheiß. Wobei, nee, die kann warten. Wir sparen dann erstmal auf das Stadtzentrum, hätte ich gesagt. Das ist wichtiger. Aber ein Dorfbewohner wurde geheilt. Wir sind auch schon dankbar für die kleinste Gnade. So, wunderbar. Der ist hier, unsere Sammelwerkstatt sammelt hier noch weiter fleißig das, was sie sammeln sollen. Wie sieht es hier aus? Der ist auch noch nicht ganz fertig mit dem Gemüse. Dann darf der sich da weiter austoben. Unser Kompostfritze fährt jetzt auch langsam mal den Müll aus den Häusern raus, in der Hoffnung, dass uns das auch ein bisschen einen Gesundheitsbonus gibt. Neuer Dorfbewohner geboren und wir können die nächsten Häuser in die Gänge bringen. Die gebe ich mal frei. Wir haben genug Stämme, um uns das leisten zu können. Der Bogner. Der produziert jetzt volle Elli Pfeile und halbe Elli Bögen.
Nahrung müssen wir auch unbedingt im Blick haben. Gut, aber das ist jetzt erstmal nicht so das Thema. Ich denke mal, da können wir dann hier anfangen, einmal großräumig hier Zäune zu bauen in dem Bereich, den wir jetzt bepflanzen wollen mit Kulturpflanzen. Insofern legen wir mal die Zäune an. Dann können die sich damit austoben. Mal bis ab hier kann hier noch eine Straße durchgehen. Dann so hier. Hier und hier. Jo. Das ist doch gut. Hier, Zaun. Erstmal bis hierhin. Und dann erstmal bis hierhin. Und dann bitte gerne auch ein paar Türen rein. Ein Zauntor hier. Hier und hier. So. Da können Sie sich dann erstmal austoben, solange wir auf die Bretter warten. So, die Hütte hat alles abgegrast, was sie abgrasen konnte. Das heißt, da müssen wir jetzt den Sammelbereich mal umsetzen. Dann soll die sich hier jetzt mal austoben. Bei den Nüssen und bei den Pilzen. Nicht so dicht an den Wölfen hoffentlich. Sieht's aus bei der Hütte. Diese Hütte, die zieht mal um. Die möchte ich aus dem Bereich jetzt raus haben. Die geht jetzt mal hier hinten hin. Den Umzug priorisieren wir mal, dass die hier auch anfangen kann, die ganzen Sachen zu ernten. Ja, Prio, danke. Okay, Sammlerhütte fertig. Gut. Hoffe ich zumindest. Steht genau auf dem Eisenerz, aber das ist eine kleine Mine. Ich hoffe mal, wir werden sie nicht brauchen. Und dann können wir mal gucken, wo wir den jetzt hinschicken. Hier wahrscheinlich den Weißdorn erstmal einsammeln. No, und wenn wir dann, und das ist dann jetzt auch echt gesetzt, wenn wir dann genug Bretter haben, um das Stadtzentrum hochzupimpen, das ist bald soweit, und das Stadtzentrum auf Stufe 2 gebaut haben, dann mache ich mal ein kleines Päuschen und dann geht's in die nächsten Aufgaben. Dich kümmere ich mich auch noch, sei versichert. Blödes Vieh. Eigentlich mag ich Wölfe ja gerne und das ist, also ich bin mir auch wirklich nicht sicher, ob das alles so realistisch dargestellt ist, dieses aktive Angreifen von Wölfen. Ja. Eigentlich kann man froh sein, wenn man mal einen Wolf zu sehen kriegt. So, komm, ein Brett noch, dann haben wir genug, um das Stadtzentrum hochzuziehen. So, jetzt. Da sagt er uns auch schon, wir sollten zusehen, dass wir die Gerberei in die Gänge bringen.
Na, grandios. Wo? 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 Mein armer Sammler, ja, der ist Geschichte. Wenn der das nicht schafft, wegzurennen, dann da hat er keine Chance. Wir werden jetzt natürlich alle anderen an die Waffen ranrufen, aber das... Wo sind sie? Ja, alles klar, ein Bär, okay. Hier hin. Wo ist er, der Bär? Und dann auf ihn mit Gebrüll. Alle Mann ran auf den blöden Bär. Bringt ihn um, dieses Mistvieh. Blöder Bär. Eigentlich ist das traurig. Vier neue Dorfbewohner, wo soll ich denn hin mit denen? Echt. So, nun aber das versprochene Päuschen. Wir sehen uns gleich wieder und steigen dann mal ganz groß in die Siedlungsentwicklung ein. Bis dann!